Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist der Extra Black F4K. Ja, wir sind jetzt gerade bei Dubais Vorstadt. Ich drücke mal auf Start bzw. fortsetzen. Was zum Geier? Lass das Video mal laufen für Leute, die es nicht geschaut haben. Dass sie ein bisschen hinterherkommen. Phosphor, ich schwör's, diese Scheiße will ich nie wieder im Leben sehen. Seht mal, Marken. Von wem? Conrads Kommando. Ich kannte die Männer. Hört mal. Nicht besser als ich, das verspreche ich Ihnen. Er weiß, dass wir hier sind. Ich konnte sie nicht mitreißen. Da haben sie gemeutert. Dumm an einem Ort wie diesen. Ich werfe Ihnen nichts vor. Sie glaubten, das Richtige zu tun. Aber um die Ordnung aufrechtzuerhalten, war es nötig, ein Exempel zu statuieren. Colonel! Ich bin Captain Walker. Captain Walker. Ja, ich erinnere mich an Sie. Es war in Kabul, oder? Sie haben sich dort bewundernswert geschlagen. Colonel, bitte. Um was geht es hier? Ums Überleben, Captain. Schlicht und einfach. Alles hier ist am Wanken und droht zusammenzustürzen. Aber das wissen Sie ja schon. Den Rest müssen Sie selbst herausfinden. Willkommen in Dubai, Gentlemen. Also, kommen Sie raus, Captain. Was ist denn los, Walker? Wir lagen falsch. Nicht Radioman beherrscht Dubai. Er ist nur ein Lakai. Wie? Was? Es ist Conrad. Er hat das alles hier getan. Okay. Und was jetzt? Wir spielen mit. Fürs Erste. Ich lauf mal zurück. Vielleicht kann man hinten ja noch die Daten einsammeln. Manchmal machen die Entwickler das so, dass man einfach weiterläuft, ganz stumpf. Und ja, man dreht sich eigentlich relativ selten um, um nach hinten zu schauen. Ja, du kommst gleich an der Reihe. Warte ab. Oh, no, momento. So. Ich hatte ja eilig zum Sterben. Du hast den Kerl also gekannt? Das dachte ich. Eine sehr kühne Behauptung, zu sagen, Sie kannten mich. Als ich in Kabul unter ihm diente, war er ein Ehrenmann. Weil ich Sie gerettet habe? Ich habe viele Leben gerettet, Captain. Und noch mehr beendet. Ich verstehe das alles nicht. Keine Sorge. Das kommt noch. Da sind Scharfschützen. Kein Grund zur Sorge, Captain. Die Scharfschützen sind nicht für euch. Was soll der Scheiß hier? Das ist Dubai, Captain. Das hier ist mein täglich Brot. Ich habe die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ohne sie wären wir alle schon längst tot. Das ist ein Test. Ja, so ist es. Der Zivilist da rechts hat Wasser gestohlen. Ein Kapitalverbrechen. Der Soldat links hatte den Auftrag, ihn festzunehmen. Das hat er getan. Und dabei die ganze Familie des Mannes umgebracht. 5 unschuldige Menschen sind tot. Nur weil diese 2 Bestien sich nicht beherrschen konnten. Verstehe. Wir sollen entscheiden. Was denn? Lasst uns verschwinden. Lugo hat recht. Lasst uns abhauen. So weit weg wie möglich. Es reicht. Offenbar nicht, denn wir sind noch hier. Sie sind schuldig. Aber was ist Gerechtigkeit? Und wie würden Sie richten? Das ist ein Befehl, Captain. Wer lebt? Wer stirbt? Richten Sie über diese Männer.
oder sie teilen ihr Schicksal. Das geht nicht, Walker. Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Die haben uns umstellt. Ich hätte anders entschieden, aber sie haben gehandelt. Das ist löblich. Sie würden gut hierher passen, Captain. In einem anderen Leben vielleicht. Soweit dankt Ihnen für Ihre Dienste, Captain. Lass uns bloß verschwinden. Verdammt, Walker. Wollten Sie was sagen, Lieutenant? Ja, was machst du für einen Scheiß? Mir gefällt das auch nicht, aber die hatten uns umzingelt. So einen Scheiß machen wir nicht. Ich hab getan, was notwendig war. Ich hab uns am Leben gehalten. Ich will nichts mehr davon hören. Ist das klar? Ja. An den Tag! Raketenwerfer, zwei da waren Raketenwerfer. Okay, schalt ihn aus! Marker, hier ist einer ohne Deckung! Ziel am Boden! Feind getötet! Okay, bin dabei! Okay! Nein! Greife an, Feindbewegung! Getötet! Ziel am Boden! Okay, bin dabei! Als Ansturm! Okay, ich hab ihn! Er schießt den Mist an! Ich schalte ihn aus! Scheiße! Ziel am Boden! Scheiße! Da sind Feinde! Werfe aufgeladen!
bin gestorben. Ich weiß, Sie hören zu, Colonel. Also passen Sie auf. Dieser Krieg ist vorbei. Dubai wird evakuiert werden. Und Sie wird man Ihres Kommandos entheben. Dann schnappt euer Zeug und los. Wohin jetzt? Vor den Stürmen brauchte Conrad einen Spähposten, von wo er ganz Dubai überschauen konnte. Da, der größte Tower Dubais. Dahin. Damit hat er recht. Walker, ich muss mit dir reden, wegen vorhin. Wir haben Conrads Aufmerksamkeit. Was gibt's da zu reden? Ich hab dich noch nie so erlebt. Mir fehlt nichts, Adams. Wir können nicht ignorieren, was wir gesehen haben. Wir verlassen Dubai nicht, bis die Überlebenden sicher evakuiert werden können. Ihr müsst mir vertrauen. Ich trau dir, Walker. Ich denke nur, du liegst falsch. Wir haben auf einen Tipp hin die ausländischen Hilfsstationen im Stadtzentrum besucht.
Wir fanden Leichen. Ist nichts Neues. Nur, dass diese erschossen wurden. Und verbrannt. Und zu den Leichen noch ihre Pässe. Nur einer war noch lesbar. Zoe Straßburg, 29. Deutsche Helferin. Es heißt, ein Paranoiker ist einer, der alle Fakten kennt. Ich kenne nicht alle Fakten, aber ich habe eine Scheißangst. Ich will nicht glauben, dass die Behörden ausländische Helfer hinrichten. Was das für die Evakuierung bedeuten könnte. Aber die Fakten, die kann man nicht ignorieren. Ich muss den Colonel finden. Sofort. Ohne Verdacht zu erregen. Wenn ich einen Funkspruch absetzen kann, besteht vielleicht noch Hoffnung. Wenn nicht, dann helfe Gott Dubai. Feuergefecht an, da vorne. Verdammt, wenn mich jemand hört. Hier ist Rex. Wir werden von der 33. attackiert. Brauchen Hilfe, schnell. Rex? Scheiße. Du hast der 33. gesteckt. Das ist unsere Schuld. Bringt sie zurück. Wir müssen das auf Roger, schnapp dir die RPG. Ja, gleich. Komm seitlich, noch eine Rebell. Von hinten. Eine Rebell. Deltas. Delta-Force-Kräfte! Wer ihr auch seid, danke für die Hilfe. Haltet uns die Kerle vom Leib! Da will einer aus der Deckung! Er ist nachladen! Verteidigt euch! Verteidigt die Rückseite! Hab wieder einen! Truppen kommen über den Hügel! Da bewegt sich einer! Da kommen noch mehr! Aus der Bank! Scheiße, ich brauch hier Deckung! Haftgranate! Und bleib liegen, verdammt! Ich kann nicht weiter! Zu viel Beschuss, verdammt! Tendo am Boden! Unterwegs! Da! Lange Distanz! Da kommen noch mehr! Aus der Bank! Feind bewegt sich! Vorsicht! Und bleib liegen, verdammt! Auf dem Weg! Oi, oi, oi. Oh nein! Weil da mache ich jetzt anders. Das ist. Ach, Schiete. Kurz gucken auf die 3, ob ich da das Pistol noch in der Hand habe. Nee, Pistol. Hört sich wie ein Feuergefecht an. Da vorne. Verdammt, wenn mich jemand hört. Hier ist Rex. Wir werden von der 33. attackiert. Brauchen Hilfe. Schnell. Rex? Ja. Scheiße. Gut hat's der 33. gesteckt. Das ist unsere Schuld. Fertig! Wir sind erledigt!
Boah, was ist das denn? Was? Was? Oh, hinter mir. Scheiße, gar nicht mehr. Dahin. Ich will hier erst noch ein bisschen Muni einsammeln. Warte mal, die eine Waffe nehme ich mal hinten mit. Los, die kommen wieder! Einfach Muni looten hier. Ja, natürlich jetzt. Oh, da liegt so ein Ding. Okay. Ja, ich komme gleich dahin. Er soll hier Muni einsammeln. Ist das heute noch was, verdammt? Ja, natürlich. Okay, hätte man da hinten machen können. Ja, geht doch weiter. Captain Walker, Jeff Riggs. Kommen Sie rein, bevor ein Scharfschütze Sie umnietet. Schon gut. Entschuldigung? Falls ihr es nicht gemerkt habt, wir haben euch eben den Arsch gerettet. Ziemlich frech, der junge Captain. Er heißt Sergeant Lugo und er hat recht. Wirklich? Also, wo ist Agent Gould? Er hat's nicht geschafft. Schätze, man kann nicht jeden retten, was? Schätze, ihr seid mir was schuldig. Typischer CIA-Bullshit. Wollen Sie mir erstmal zuhören, bevor Sie mich abknallen, Junge? Haben Sie den Plan, außer alle abzuknallen? Klar haben wir einen Plan. Nur zu, Agent. Erzählen Sie. Etwa 400 Meter von hier ist der Hauptwasserspeicher der Stadt. Da wollten wir hin, als die uns angriffen. Mein Job, Captain, ist, mir dieses Wasser zu holen und so die 33. zu schwächen. Sie glauben, Wasser ist hier der Schlüssel? Wir sind in der Wüste, Junge. Da ist Wasser der Schlüssel zu allem. Scheiße. Granate! Deckung! Ich sehe nichts. Bleibt unten! Sichtkontakt! Ist es Riggs? Nein, da, Delta! Wo steckt dann der Alte? Der ist hier. Du verdammter Drecksack, du bist tot! Na los, ihr kostet mich Zeit. Ja. Da kommen sie, Jungs. Feuer frei! Eine Analyse legt nahe, dass Conrad unter einer Vorform der posttraumatischen Belastungsstörung leidet, verursacht durch fehlgeschlagene Operationen in Afghanistan. Bei derart fähigen Menschen wie Conrad kann sich die PTBS in einer ausgeprägten Tendenz zu Egomanie und moralischer Überheblichkeit manifestieren. Noch beunruhigender ist, wie Conrad als größter militärischer Führer seit General Patton gerühmt wird. Conrad habe diese Ansicht verinnerlicht, sodass sie nun einen wesentlichen Bestandteil seiner Psyche darstellt. Man glaubt, Conrad könnte auf die Anwürfe gegen ihn wegen seiner Fehler in Afghanistan in sehr extremer Weise reagieren, um den eigenen Glauben an seinen Ruf zu erhalten. Conrad wird die Gründe für seine Fehler bei anderen suchen und auf Vorgesetzte zunehmend paranoid reagieren. Es sei unsicher, inwieweit Conrads angeschlagene Psyche einen weiteren öffentlichen Fehlschlag verkraften würde. Ihr drei, achtet den Feind! Ich bin aus der Deckung! Lade nach! Klingt nach dem Plan! Wieder einer weniger! Ja! Okay, wir hatten ja gerade eben wieder ganz auf die Anruf Dings gesehen. Missionskiste. Und oben ist eine. Nee. Ach da. So. Okay, ist kein Muni mehr drinne.
sondern so diese Waffe hier ein. Ja, war die Waffe viel cooler. Also warte ich die jetzt und hoffe mal. Beziehungsweise will ich hier einen Kopf setzen. Und ich würde mich hiermit verabschieden von euch. Mein Name ist der Exoblack 4K. Diese stimmungsvolle Musik, die in Hintergründen läuft. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.